Schwestern und Brüder, vier Brüder werden ein Statement abgeben, werden aus ihrer Sichtweise erzählen, was an Erinnerung lebendig ist und was ihnen einfällt zur Zukunft der deutschen Provinz, wie wir miteinander leben und wirken möchten. Zunächst aber darf ich den Maximilian Wagner bitten, Provinzial der Bayerischen Franziskaner, ein kurzes Grußwort zu sprechen, das nicht er formuliert hat, sondern der Franz Leo Barben. Er ist der Sprecher des Kooperationsrates im 4D-Bereich. Also das Grußwort, das wir gehört haben, formuliert aus dem Norden. Es wird von einem Bayern gelesen aus dem Süden. Das passt auch ganz gut zusammen. Liebe Brüder, zur Vereinigung der beiden deutschen Kapuzinerprovinzen möchte ich euch von Herzen alles erdenklich Gute und vor allem Gottes Segen wünschen. In diesem Prozess der Vereinfachung unserer Strukturen sind wir gemeinsam auf dem Weg und fast zeitgleich mit euch werden auch unsere deutschen Provinzen sich vereinigen. So kann ich eure Gefühle in diesen Tagen gut verstehen und schaue mit Interesse und echter Anteilnahme auf euch. Ein solcher Prozess ist aus vielen Sorgen geboren, mit vielen Hoffnungen und Ängsten verbunden und wird erst in der Zukunft erweisen, welche Früchte er trägt. Wir tun diese Schritte der Vereinigung sicher auch aus der Not heraus und sind dennoch voll Zuversicht, dass wir mit den vereinfachten Strukturen den Jüngeren unter uns und der nächsten Generation eine Zukunft bauen, die ihren Möglichkeiten angemessener ist und damit nicht unnötig Kräfte verzehrt. Wir geben unsere vertrauten Provinzstrukturen auf in Verantwortung für die Präsenz der Franziskaner in ganz Deutschland. Und so habe ich das Gefühl, dass nicht nur die Provinzen enger zusammenwachsen, sondern auch die einzelnen Teile der franziskanischen Familie. Dafür ist unsere Zusammenarbeit in der DEUFRA beredtes Zeugnis. Ich wünsche euch im Namen aller Brüder meiner Provinz einen guten Start in diese neue Zukunft, der neuen Provinzleitung viel Kraft und Gottes Geist für die anstehenden schwierigen Entscheidungen, eine frohe und zuversichtliche Feier eurer Provinzvereinigung und Gottes reichen Segen, Pace e bene, Bruder Franz Leo Barben und Bruder Maximilian. Wenn ich das kurz andeuten darf, wir fangen ja nicht gerade erst an, wir haben ja schon einen ganz schönen Weg gemacht. Da gab es die Treffen der Provinzleitungen an verschiedensten Orten. Es gab Mattenkapitel und Brüdertreffen mit viel Aufwand, oft vorbereitet. Da konnten nie alle da sein. Da ist vieles geschehen und auch vieles wieder, so geht es mir, in einem Ordner dann abgelagert und das Tagesgeschehen hat mich eingeholt. Und wie ich das mir angeschaut habe, war ich erstaunt, was wir alles angeschaut, besprochen, berührt haben. Sorgen und Ängste, Riesen und Früchte kamen einmal vor. Es ist gesprochen worden von der Ungleichzeitigkeit und vieles andere mehr. Das muss ich nicht wiederholen. Ich freue mich, dass vier Brüder Ja gesagt haben, jetzt zu uns zu sprechen. Der erste wird sein Franz Solan. Dich bitte ich jetzt nach vorne. Franz Solan und Siegbert haben mehr zu dem Blick zurück aus der Geschichte, aus eurer reichen Erfahrung. Und die zwei, die dann folgen, die greifen etwas in die Zukunft hinaus. Aber du darfst auch einen Blick, einen weiten Blick in die Zukunft tun. Das erwarte ich eigentlich, kann ich mir gut vorstellen. Als mich Romuald anfragte, ob ich zum Thema, was würde ich aus der Vergangenheit mitnehmen wollen, ein kurzes Statement machen würde, da habe ich zunächst spontan zugesagt. Aber als dann an die Konkretisierung ging, kam ich ganz schön ins Schwitzen. Nun kriegt ihr jetzt mit, was ich ausgeschwitzt habe. Hoffentlich ist kein Altmännerschweiß, der stinkt. Ich möchte zweierlei beleuchten, einfach weil es mir ein Grundanliegen ist. Und ich vermute eben euch allen auch.
der eine oder andere Aspekt wird ein bisschen für den einen oder anderen ungewohnt oder falsch sein oder was auch immer. Ich trage es vor. Ich möchte zweierlei beleuchten. Als Aufhänger möchte ich dabei auf Mitbrüder mich beziehen, die allerdings schon gestorben sind, aber die in irgendeiner Weise zur Festigung und zur Abklärung meiner Berufung mir geholfen haben. Denn ich staune immer wieder, mit welch wackeligen Voraussetzungen ich seinerzeit den Schritt in den Orden getan habe. Ich denke da zunächst an die Haltung einiger meiner Lehrer im Orden, vor allem Pater Eugen Henner, Pater Crescens, Pater Rigobert, Pater Reginald, aber auch an Franziskaner wie Pater Cajetan Esser. Bei all ihren persönlichen Eigenarten waren sie im Glauben tief verankert. Das habe ich immer gespürt. Ihre Erklärungen und Anweisungen waren auf die Durchleuchtung des Glaubens, der ganzen Glaubenshülle ausgerichtet. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie sich rationalistisch in Einzelheiten verloren haben, sodass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sah. Auch haben sie sich offensichtlich als demütige Diener des Herrn verstanden. Den Eindruck hatte ich immer. Sie verfielen nicht der Versuchung, brillant zu sein, koste es, was es wolle. Sie glitzerten nicht, dafür leuchteten sie umso heller und gaben damit wirklich Licht. Sie waren zuallererst Verkünder des Glaubens an ihre Schüler, um diese wiederum zur Glaubensverkündigung zu befähigen. Die Wissenschaft diente ihnen zur besseren Durchdringung und Stärkung, und für mein Empfinden erfüllten sie wirklich das, was der heilige Franziskus in seinem Schreiben an Antonius von Padua forderte: Es gefällt mir, dass du den Brüdern die heilige Theologie vorträgst, wenn sie nur nicht bei diesem Studium den Geist des heiligen Gebetes und der Andacht auslöschen. Das wäre das eine, dieser verankert sein im Glauben. Das andere, denke ich an einen Mitbruder, Pater Raimund Linden. In seiner persönlichen Art lag er mir ganz und gar nicht. Ich habe nie so richtig mit ihm warm geworden. Aber seine Beharrlichkeit, mit der er mit uns Klerikern, das heißt heute Junioren, die liturgischen Formen bimste. Das erwies sich im Nachhinein, also für mich jedenfalls, als ein Segen. Ich war mit dem Messritus derartig vertraut geworden, dass ich bei meiner Primiz in der Heimat meines Vaters in Mittelfranken nicht die geringste Aufmerksamkeit auf den Ritus, den rituellen Ablauf, verwenden musste. Ich war dadurch frei, mich dem Eigentlichen, der Hinwendung zum Herrn hinzugeben. Natürlich gelingt das nicht immer, das ist klar, aber diese Vertrautheit, die scheint mir ganz wichtig. Denn sie gibt Ruhe und eine gewisse Gelassenheit und eben die Gelegenheit zu dem, was das Konzil unter der tätigen Teilnahme wohl versteht. Damit ist nicht gemeint ein äußerliches Mithüpfen und Aufmachen dürfen, sondern die aktive innere Teilnahme, die man vor dem Konzil wohl schlicht Andacht nannte. Denn nur darum geht es ja letztlich. Ich zurück sagen zu dem, schauen zu dem, was Franziskus gesagt hat, den Geist des heiligen Gebetes und der Andacht nicht auslöschen. Gerade in Liebesdingen ist Wiederholung das Normalste.
Was denken wir uns, wenn ein Ehepaar sich einen Beate-Use-Katalog bestellt? Dann vermuten wir zu Recht, da ist irgendwas nicht mehr im Lot. Die brauchen da irgendwelche Ersatzhandlungen. Ich danke deswegen also Pater Raimund dafür, dass er durch diese scheinbare Engführung auf der Horizontale mir deutlich gemacht hat, dass durch dieses Vertrautwerden mit dem Ritus, also mit dieser verbindlich verbindenden Sprache, dass dadurch der gemeinsame Bezug in der Vertikalen auf Gott hin, in der Tiefe oder wie wir es ausdrücken wollen, viel eher gelingt, als wenn wir in lauter Dialekte und in Glanzlichter zerfallen. Der Herr nimmt den Weinstock als Beispiel. Nicht der spontane, anscheinend so kräftige Wildwuchs führt zu reicher Frucht, sondern die kultivierende Beschneidung, die offensichtlich einen geheimnisvollen Stoffwechsel anregt. Herzlichen Dank, lieber Franz Solar. Siegbert, du kriegst noch einen kleinen Aufschub, weil ich habe vorher vor lauter Aufregung vergessen. Wir wollten ja was singen, das dafür muss Platz sein, um uns alle zu aktivieren. Edmund, singen wir den ersten Kanon, Jubilate Deo. In vertrauten Dingen, die man wiederholt, das schafft etwas Ruhe. Es geht jetzt nicht darum, dass Edmund gerne da vorne Gitarre spielt und ihn dazu veranlasst, aus der Not heraus. Ja, aber ein Beitrag hier zur lebendigen Liturgie. Also wir singen Kanon Jubilate Deo einmal zusammen. Ich gebe den Rhythmus an und Stefan sorgt für die Ordnung. Allgemein gilt, aber für unser Kapuzinerdasein in Bayern in besonderer Weise benannt werden darf, ist die Volksverbundenheit, die Nähe zu den einfachen Leuten. Nicht zuletzt haben unsere Brüder, die nicht Priester sind, ein großes Verdienst daran, dass diese Volksverbundenheit sich so nachhaltig entwickelt hat. Die bayerische Provinz hatte über lange Zeit mehr Laienbrüder als Priesterbrüder. Auf ihren Kollekturgängen, zum Teil noch bis über 1909 hinaus, waren unsere Brüder nicht nur Almosensammler, sondern haben oft die Sorgen und Nöte und Anliegen der Menschen mit eingesammelt und dann im Anschluss daran auch vor den Herrn getragen. In Franken gab es wohl nicht von ungefähr diesen Spruch: Kapuziner mit dem Strick bringt Glück. Schön, wenn es die Leute heute noch auch sagten und dächten, wenn sie einen
einem von uns begegnen. Ich wünschte mir, dass die Volksverbundenheit in neuen Formen gesucht und gepflegt mit uns in die Zukunft ginge. Was mich besonders freut, ist, dass auch unsere indischen Brüder, die zu uns gestoßen sind, ich kann es ja nur von Ingolstadt her sagen, hier sehr gut einsteigen, um die Nähe zum Volk zu leben. Was ich aus der Vergangenheit gern mitnehmen möchte, ist an den drei klassischen Inhalten franziskanischer Spiritualität festzumachen. Krippe, Kreuz, Eucharistie. Die Kapuziner ließen sich prägen vom Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Daraus erwuchs eine Krippenfrömmigkeit und eine Krippenkultur. Nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern in fast allen Kapuzinerkirchen in der Erweiterung zu einer Jahreskrippe. Meine frühesten Kindheitserinnerungen im Zusammenhang mit Kapuzinern haben mit der weitum im Land bekannten Jahreskrippe in der Kapuzinerkirche in Dillingen an der Donau zu tun. Auch nach Auflösung unserer Konvente wird da und dort unsere Krippenkultur von anderen weitergeführt und weitergepflegt. Wie prägend war für mich im Noviziat und Juniorat die Feier der Heiligen Nacht. Unseren Jungen sollte das noch jemand erzählen können. Wie haben das denn die früheren, die alten Kapuziner gehalten? Und dass dann etwas davon einfließe in unsere heutige Kultur des Feierns. Das würde ich gerne mitnehmen. Die kontemplative Lebensform der Kapuziner hatte ihre Ausprägung bis in die Rituale und leiblichen Gebärden hinein. Ich möchte aus der Vergangenheit mitnehmen, dass wir noch davon wissen, zum Beispiel was das sogenannte Kreuzgebet, das Beten mit ausgebreiteten Händen ist und wie es, wenn auch nur im persönlichen Vollzug, spirituell bereichernd erfahren werden könnte. Denn ich denke, der ganze Mensch muss immer wieder lernen zu beten. Mit Leib und Seele. Das Ritual der häufig geübten Prostratio war für mich beim Eintritt ins Noviziat das Ungewohnteste. Aber dann sehr bald etwas, was meiner Seele gut tat. Mein Inneres prägte und mich in der Haltung der Anbetung wachsen ließ. Ich weiß, solche Formen auf Kommando lenkt der heutige Mensch ab. Da lässt sich nichts verordnen. Aber von diesem spirituellen Erbe sollte man noch erzählen können, sodass der eine und andere gute Brauch wieder zu einer persönlichen Bereicherung werden könnte. Und alle, die in Zen-Meditation geübt sind, kennen das ja eigentlich auch. Dieses tiefe Verneigen bis zum Boden. So fremd ist es also auch für heutige gar nicht. Als letztes möchte ich die Kultur unserer Feste im liturgischen Jahr, Namenstage, besondere Geburtstage, Jubiläen, als Erbe mit in die Zukunft nehmen. Feste sind dafür da, dass uns die Puste, bei uns in Bayern sagt man der Schnaufer, nicht ausgeht. Dass die Entdeckung des heiligen Franziskus, dass das Evangelium eine, ja, seine Lebensform ist, ihn vor Freude tanzen ließ, das dürfte uns nicht abhanden kommen.
Das sollen und wollen unsere Feste ja zum Ausdruck bringen. So viel von mir. Das wichtigste Apostolat eines minderen Bruders besteht darin, echt, schlicht und froh in der Welt das Evangelium zu leben. Ich möchte euch nicht jetzt die Satzungen um die Ohren hauen, aber sie sollen auch nicht im Regal verstauben. In dieser Spannung stehen wir ja. Das Charisma lebendig erhalten. Dieser Arbeitstitel hat für mich drei Gesichtspunkte. Erstens die Voraussetzung bzw. Annahme, dass ein kapuzinisches Charisma noch vorhanden ist und in unserem Orden auch lebendig ist. Zweitens, dass ein solches Charisma existiert, das uns eindeutig erkennbar macht und als Gemeinschaft verbindet. Und drittens, ich sehe einen Sollensanspruch an uns, dieses Charisma lebendig und präsent zu halten. Zum Ersten, es gibt genügend Brüder, die am eigenen Charisma zweifeln. Das bedeutet, an der eigenen Begabung echt Kapuziner zu sein und die deswegen auch sich scheuen, dafür zu werben und manchen sogar abraten, dieses Kleid anzuziehen. Diese Zweifel mögen für den Einzelnen berechtigt sein, ohne gleich allen abzusprechen, wirklich Kapuziner zu sein oder es sein zu wollen. Manche haben Sehnsucht nach der Zeit, in der wir noch ein strenger Orden waren. Es sind gute Bräuche verloren gegangen, Siegbert hat an manches erinnert. Ich glaube, dass der kapuzinische Geist noch da ist, in uns allen mehr oder weniger, in manchen sehr stark. Aber dieser Geist ist auch gefährdet durch Egoismus, dadurch, dass wir uns von idealen Orten, von Menschen und von bestimmten Zielgruppen distanzieren und immer mehr entfernen. Zweitens, dass ein solches Charisma existiert, dass es eindeutig erkennbar uns macht und als Gemeinschaft verbindet. Ich bin nicht Weltpriester geworden, weil ich in Gemeinschaft leben wollte und nicht allein. Die Brüdergemeinschaft gehört wesentlich zum Charisma unseres Ordens, nicht als Ideologie, sondern als Heimat für den Einzelnen und zugleich als Botschaft für diese Welt des Individualismus oder auch an die Kirche, die unter Individualisten, Egomanen und Anachronisten leidet. Das Charisma ist sicher nicht zuerst der Habit und auch nicht nur bestimmte Häuser, aber wenn Zeichen und Riten verschwinden, dann ist auch der Inhalt gefährdet und möglicherweise schnell weg, der Sinn, der hinter den Zeichen steckt. Wenn ich mit dem ICE nach Berlin fahre, dann komme ich mir als Kundenträger natürlich als Exot vor. Aber mein Begleiter durch die Großstadt Berlin, der selber als Katholik in Ost-Berlin bewusst gelebt hat und nicht geflohen ist, er ist fast stolz darauf, dass ich mich nicht geniere, mit ihm durch die Großstadt zu gehen, sei es ins Künstlerhaus Tacheles oder zum Herrn Kardinal oder in den Raum der Stille am Brandenburger Tor, den er selber als Freiwilliger mit betreut. Die Lebendigkeit erhalten wäre für mich zuerst der Wunsch, jene Brüder sollten lebendig bleiben, die wir immer wieder erwähnen, von denen wir erzählen, Geschichten, Bonbons. Jene Charakterköpfe, begnadete Kapuziner und heiligmäßige Mitbrüder, von denen wir immer wieder spürten, sie haben das Kapuziner-Charisma inkarniert. Echt schlicht und froh durch die Welt zu gehen. Aber jeder dieser Brüder tritt einmal ab, aber es bleibt ein Geist, vielleicht sein Geist, ein Vermächtnis, eine gewisse Sehnsucht, mit solchen Brüdern zu leben, die besonders sind, auch wenn man selber nie ein Original wird oder auch vielleicht kein besonders geselliger Mitbruder ist. Die Lebendigkeit zu erhalten würde für mich zweitens heißen, jene Gemeinschaften an bestimmten Orten zu erhalten, die unserem Charisma am besten entsprechen. Das muss nicht dort sein, wo es mir am besten ergeht, wo ich den besten und
Wein getrunken habe oder am üppigsten gelebt habe, wo uns Wohltäter am meisten verwöhnt haben. Es ist dort, wo die oberen Mitbrüder zusammenstellen oder gestellt haben, die zusammenpassen, die Leben miteinander geteilt haben. Ein verstorbener Pater Mamert, ein großartiger Mensch, wie er ihn gekannt hat, der sagte einmal, die schönste Zeit im Orden war für mich die Zeit in Burghausen, bei allem, was da sonst war, aber ich habe auch eine Zeit lang mit ihm gelebt und ich weiß, was er meint und ich weiß, dass er auch recht hat. Die Lebendigkeit erhalten würde drittens heißen, jene Arbeitsfelder zu erhalten, die für uns Kapuziner von unserer Tradition her typisch und angemessen sind. Was wir hier tun und feiern, das steht immer wieder unter zwei Stichworten. Die eine Seite sagt, es sei die Chance zum Neubeginn, zum Neuaufbruch. Andere sagen, nun gut, das ist ein schlichter Verwaltungsakt. Vielleicht braucht es ja auch gar keine Feier. Wir vollziehen das einfach. Die einen beschwören das neue Herz und die anderen betonen vielleicht eher, nun gut, es ist entschieden worden am grünen Tisch, jetzt tun wir es halt und dann geht alles weiter wie bisher. Was aber, glaube ich, beide Seiten und Vertreter beider Meinungen merken, dass unsere Zeit nicht stillsteht, dass es weitergeht, dass wir älter werden, dass wir weniger werden, und dass in dieser nicht stillstehenden Zeit es Verwandlungen und Veränderungen braucht. Auch von Strukturen, von Äußeren, von Äußerlichkeiten. Die Frage ist für mich, ob wir bei diesen äußeren Veränderungen wirklich miteinander als Brüder innerlich mitgehen. Oder ob wir innerlich abhängen und sagen, und gut, das geht schon. Ich schaue, dass ich meine Dinge, meine Schäfchen ins Trockene bringe, dass sich bei mir bloß nichts verändert, das andere wird schon seinen Weg gehen. Ob ich mich innerlich verabschiede oder ob ich wirklich mitgehe mit der Gemeinschaft und mit dem, was wir hier und heute in Blick nehmen und was heute verwirklicht wird, die deutsche Kapuzinerprovinz. Mir scheint, dass unser Schritt in die Zukunft und unser fruchtbares Gehen in die Zukunft wesentlich davon abhängt, ob wir auch innerlich in Bewegung kommen, ob wir innerlich solidarisch sind und ob wir nicht nur auf das eigene schauen, sondern das Ganze im Blick haben. Nicht nur die eigenen Dinge beachten, die eigenen vier Wände, sondern darüber hinausschauen und für die ganze Gemeinschaft den Blick und die Aufmerksamkeit und unser Engagement entwickeln. Ich kann mich dem anschließen, was der Georg gesagt hat vor mir, wie er vom Individualismus gesprochen hat. Es gibt eine Tendenz, glaube ich, dass wir sehr am Ich und weniger am Wir hängen. Das liegt in der Zeit und das ist kein Urteil. Ich glaube, das ist ein Gewicht, was heute in die andere Richtung wiegt. Vor Jahren war es vielleicht mehr beim Wir, da haben wir mehr das Gemeinsame betont. Heute schaut man eher, wie entspricht man dem Einzelnen. Auch im Noviziat ist das so, man muss sehr auf den Einzelnen eingehen. Und doch, es gilt immer wieder, den Weg zu finden, von mir weg, zum Gemeinsamen hin, zur Gemeinschaft hin, vom Ich zum Wir zu gehen. Wir erwarten von den Novizen, dass sie am Ende des Noviziats, wenn sie sich für die Profess entscheiden, sagen, aus ganzem Herzen vertraue ich mich dieser Bruderschaft an. Das, denke ich, ist ein wesentlicher Satz, der uns auch in die Zukunft führt. Die Solidarität miteinander, die Bereitschaft, Wege zu gehen, die Bereitschaft, die Grenzen zu überschreiten, meine Grenzen, auch die Provinzgrenzen zu überschreiten und auch die Bereitschaft, eigenes zurückzustecken für das Ganze. Vielleicht kann das ein Aspekt sein, der wesentlich ist
damit wir eine Antwort finden auf die Frage, warum und wie und wo soll es Kapuziner geben in Deutschland. Und dann letztes, ob das Ganze hier ein Verwaltungsakt bleibt oder ob es wirklich eine Erneuerung, ein Erneuerungsschritt wird. Das hängt nicht von der Sache selbst ab, sondern von uns, wie wir dazu stehen und wie wir in die Zukunft gehen. Soweit.